liebe Freunde und Freundinnen, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Aber ich habe mir jetzt auch mal so meine Gedanken gemacht. Jetzt haben wir nochmal einen Krieg hier ganz in der Nähe mit Israel und so. Ist das nicht schlimm? Ich finde das schlimm. Und ich finde, unsere Erde ist ganz schön am Stöhnen. Und die ist stinkesauer auf uns. Pass mal auf. Die Erde spricht. Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet. Seit ewig habt ihr euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben. Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht. Lang hieltet ihr das Gleichgewicht. Habt urbar mich gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt. Doch in den letzten 100 Jahren ist Satan wohl in euch gefahren. Was in mir schlummert, wird geraubt, weil ihr es zu eurem Besitze glaubt. Ihr bohrt hinein an 1000 Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, umkreist mich sinnlos Tag und Nacht. Seid stolz, wie weit ihr es gebracht. Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbar Lebensraum zerstört. Habt Pflanzen, Tiere ausgerottet. Wer mahnt, der wird von euch verspottet. Kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht die Natur. Drum werde ich jetzt Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich, verletzen. Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben. Schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Strände überziehen. Vulkane werden Asche speien, verdunkelt wird die Sonne sein. Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen. Was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet. Mit Blitze, die ihr sie nie gekannt, lasst fahren ich vom Firmament. Ich kann es noch viel Ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben. Hört, Menschen, was die Erde spricht, denn ihr braucht sie, sie braucht euch nicht. Das ist ein Gedicht, das habe ich in die Katzenbuch gefunden. Und ich finde, das passt im Moment unwahrscheinlich gut. Und der Mensch soll endlich mal anfangen mit Ende Krieg und Ende Verschmutzung und Ende Raffgier und Geiz und Macht. Und soll endlich mal wieder vernünftig werden. Das rate ich euch und wünsche ich euch. Tschüss, euer Mowgli mit die weiße Socke.